Ich habe bereits auf euch gewartet. Wir sind heute hier versammelt, um uns der zweiten Nacht von Final Nights 3 zu stellen. In der ersten Nacht haben die Animatronics natürlich versucht, unseren Mut zu brechen. Aber das werden sie niemals schaffen. Wir werden nur mit vereinten Kräften vorgehen und die zweite Nacht bezwingen. Chica wird sich uns in den Weg stellen, aber sie ist kein Gegner für uns. Vergesst ihr natürlich an dieser Stelle wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ansonsten wird es unmöglich, die kommenden Nächte zu überstehen. Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjolfa und herzlich willkommen zurück zu Final Nights 3, der zweiten Nacht. In der ersten Nacht hatten wir ja hauptsächlich Puppet, Balloon Boy und Nightmare Freddy oder so am Arsch, ja? Oder irgendwelche anderen komischen Versionen. Ihr habt mir da was in die Kommentare geschrieben, aber wie auch immer. In der heutigen Nacht, in der zweiten Nacht, haben wir Chica als Gegner. Und ich bin sehr gespannt, was diese Animatronic so zu bieten hat. Okay, Freunde. Wir sind scheinbar wieder einfach nur in unserem Zimmer drinne. Keine Ahnung, was wir jetzt anders machen müssen. Hier drüben brennt es jetzt draußen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir jetzt reagieren müssen. Ich gehe jetzt einfach mal schlafen. Ich gehe einfach mal pennen. Ich weiß natürlich nicht, was Chica jetzt macht. Wir haben als Tipp gerade bekommen, ihre Aggression steigt. Also schätze ich mal, desto länger die Nacht fortschreitet, desto aggressiver wird sie. Ah, okay. Okay, wir haben trotzdem noch Balloon Boy als Gegner. Und auch immer noch Puppet? Oh, und auch immer noch Fredbear. Herr Moin. Okay, wir haben also immer noch dieselben Gegner, Freunde. Scheinbar kommt Chica nur dazu. Ich habe bereits gehofft, dass wir Chica vielleicht jetzt alleine... Ich habe gehofft, dass wir Chica alleine als Gegner haben. Also, dass wir uns nur mit Chica anlegen müssen. Aber wir haben scheinbar wieder den ganzen Batzen hier am Arsch. Guck mal, Balloon Boy ist auch direkt wieder da. What the hell? Okay. Ich gehe nochmal kurz ein bisschen pennen. Gehe ich? Nee. Noch nicht. Noch nicht. Ich kann noch nicht. Ich kann noch nicht. Vor allem... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, Tür zu. Danke, tschüss. Bye, bye. Okay. So, jetzt müsste bereits Puppet wieder... Okay, Puppet steht gleich wieder da. Wir jagen Puppet jetzt noch einmal weg. Dann gehen wir pennen. Okay. Alter, was sind das da hinten denn für Augen? Seht ihr das? Sind das Augen da hinten? Keine Ahnung. Okay, die Hand ist wieder da. Weg, weg, weg. Okay. Balloon Boy. Puppet meine ich. Okay, weg. Okay, abgewehrt. Jetzt gehen wir pennen. Jetzt gehen wir pennen. Let's go. Schlafen, 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 schlafen. Okay. Ich weiß nicht, welche Mechanik Chica hat. Ich weiß nicht, wann sie auftaucht. Ich weiß nicht, wann sie bei uns im Zimmer ist. Absolut keine Ahnung, Freunde. Okay, aufstehen, 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 aufstehen. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Und zack, abgewehrt. Okay, abgewehrt, tatsächlich abgewehrt. Nein, ich will nicht die Tür schließen. Lass mich wieder gehen, lass mich gehen. Okay, einmal drehen, nochmal drehen. Okay, Puppet ist noch nicht da. Wir wehren Balloon Boy ab, zurück. Okay, Puppet ist gleich da. Oh, Freddy. Nightmare Freddy. Oder wer immer, das ist keine Ahnung. Oh. Ah, oh, das war nur Gewitter. Okay, Puppet ist da. Let's go. Weg. Sehr gut. Okay, wir müssen jetzt noch einmal auf Freddy warten. Da ist er. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Sehr gut. Zurück. Okay, Balloon Boy ist da. Clearen wir. Okay, Puppet ist noch auf dem Weg. Okay, wir gehen schlafen. Wir gehen schlafen. Okay. Es ist gerade genau wie Nacht 1. Es scheint mir nur, dass die Animatronics ein bisschen schneller geworden sind. Aber keine Ahnung. Okay, wieder aufstehen. Nicht zu lange warten, weil Puppet ist schon fast wieder da. Ja, ja, kurz davor. Aber lieber einmal zu früh aufstehen, wie einmal zu spät, Freunde. Okay, ich habe natürlich jetzt keine Ahnung. Ich rege mich gerade richtig darüber auf, dass ich nicht weiß, was Chica macht. Wir haben keine Anweisung bekommen. Oh, schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Mach sie weg. Puppet ist drinne. Puppet ist drinne. Ah! Ah!
Oh, Freunde. Eine Cutscene? What the fuck? Okay. Kann ich mich hier... Okay, ich muss die Zahlen drücken, dann kann ich mich bewegen. Das war's? Hä? Was war das denn? Ah, Freunde, hier haben wir jetzt nochmal den Tipp. Da steht, their aggression rises. Also ihre Aggression steigt. Also die Aggression von den anderen Animatronics. Vielleicht haben wir Chica jetzt noch gar nicht als Gegner? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir jetzt einfach nochmal die Animatronics, die wir nur in der ersten Nacht hatten. Nur aggressiver? Keine Ahnung. Ja, Freunde, ich gehe jetzt einfach mal so aus, dass... davon aus, dass es so ist, dass wir jetzt in der zweiten Nacht einfach nur aggressivere Animatronics haben und Chica noch gar nicht als Gegner zugegen ist. Dass Chica erst noch dazu kommt. Dass es quasi nur so ein Hinweis war mit der Cutscene. Keine Ahnung. Wäre natürlich krass gewesen, jetzt noch eine vierte Animatronic als Gegner zu haben. Aber vermutlich habe ich mich einfach getäuscht. Und wir haben jetzt einfach nur eine krassere Version von der ersten Nacht. Ja, wir müssen jetzt einfach nur ein... Okay, wen mache ich jetzt zuerst platt? Okay, zuerst Freddy. Ist ja gar nicht Freddy. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, Mann. Ist mir auch egal. Will mich töten? Ich wehre mich. Ja? Ich sehe den Hass schon wieder in den Kommentaren, ne? Das ist gar nicht Freddy. Bist du dumm? Ja, vielleicht bin ich dumm. Ich weiß es doch auch nicht, Freunde. Okay. Immer mit der Ruhe. Wir kriegen jetzt noch einmal Freddy direkt an der Tür. Zack, Tür zu. Freddy läuft weg. Ich sag jetzt einfach Freddy, ist mir egal. So, wir haben... Okay, Puppet ist da. Balloon Boy ist in seinem Schrank. Ah, seine Hand ist da. Okay, warte. Ich muss aufstehen. Keine Chance. Und wenn ihr euch übrigens fragt, yo, warum klingt denn der Tulfa so komisch? Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, Freunde. Es geht nicht so einfach weg, wie man denkt. Okay. Wir warten jetzt noch kurz. Ich werde auf jeden Fall noch einmal Puppet abwehren jetzt. Bevor ich wieder pennen gehe. Der Puppet steht gleich wieder hier. Hi. Bye, bye. Okay. So. Kein Balloon Boy. Oh, doch, Freddy. Scheiße. Anleuchten. Zurück. Okay. Drehen. Balloon Boy auch. RIP, Alter. Okay. Jetzt aber pennen. Einmal kurz pennen. Bisschen Zeit vergehen lassen. Komm schon. Oh, Mann. Das war wirklich nicht viel. Das war wirklich nur ein bisschen Zeit. Scheiße. Oh, Freunde. Freddy ist halt so schnell, immer so schnell wieder da. Man kann wirklich nur gerade so im Bett liegen und ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Aber jetzt gleich müssten Puppet und Freddy ungefähr zeitgleich da sein. Dann wehre ich beide ab und dann können wir erstmal wieder ein bisschen mehr Zeit verpennen. So, weg mit dir. Tür wieder auf, zurück. Zurück. Umdrehen. Puppet. Let's go. Ja. Sehr gut. Okay, Balloon Boy auch am besten? Jawoll! Oh, der war aber schon nah, du! Wow! Ey, immer mit der Ruhe, Bro. Immer mit der Ruhe. Okay, und jetzt gehen wir pennen. Wir haben jetzt gerade viel Zeit. Wir haben alle drei direkt hintereinander abgewehrt. Das ist locker eine Stunde. Locker. Ist machbar. Okay, ich bin echt froh, dass wir Chica nicht als Gegner haben. Ich war echt gespannt, welche Mechanik Chica vermutlich hat. Aber ich bin noch umso glücklicher, dass Chica tatsächlich noch gar nicht da ist. Okay, wir können sogar noch ein bisschen... Doch nicht pennen. Ich dachte gerade, wir können noch, aber wir können nicht. Freddy ist bereits da und sucht Streit. Balloon Boy auch. Okay. Schnell Balloon Boy abwehren. Let's go. Und Puppet. Ja. Bye-bye. Und Freddy. Boah, man hat die echt... ein heftiges Hin und Her, Freunde. Und denkt immer dran, ihr dürft es nie vergessen, das ist erst die zweite Nacht. Die erste Nacht hat schon echt lange gedauert, da habe ich schon echt viele Versuche gebraucht. Ich meine, man muss auch erst die Mechanik lernen, das ist klar. Aber das Spiel gibt echt einen ordentlichen Takt vor. Einen richtig ordentlichen Takt. Hier kommst du auf jeden Fall nicht so leicht zur Ruhe, Freunde. Also gar nicht, so gar nicht. Okay, Balloon Boy ist da, Puppet ist da, wir wehren erst Balloon Boy ab. Und Puppet! Noch nicht. Wir warten noch kurz. Puppet! Nein. Puppet! Nein. Puppet! Verdammt nochmal. Komm schon. Okay, da ist sie. Nein. Ah, meistens kommt sie nach dem Donnerschlag. Die Puppet. Da ist sie. Okay. Boah, ich merke gerade, dass meine Stimme so ein bisschen heiser wird. Das ist nicht gut. Ich will gleich noch livestreamen. Scheiße. Okay, wir gehen schlafen. Okay. Wir schaffen es auf nach 4 Uhr. Ich muss noch einmal aufstehen.
Definitiv noch einmal aufstehen. Komm. Und los. Und zurück. Und Balloon Boy. Weg. Okay. Habe ich ihn abgewehrt? Ja. Okay. Puppet ist auch fast da. Boah, ich dachte schon, ich habe es nicht mehr geschafft, Balloon Boy abzuwehren. Da wäre ich jetzt echt traurig gewesen. Okay. Puppet ist noch nicht da. Schnell, Freddy. Komm. Und zurück. Schnell. Ja. Okay. Das war knapp. Das war richtig knapp gerade, Freunde. Oh, Mann. Okay, da ist Freddy. Freddy, abwehren. Tür auf, zurück. Balloon Boy müsste da sein. Ist er. Weg. Wie sieht's mit Puppet aus? Okay, Puppet ist relativ nah, aber es geht noch. Schlafen. Okay, wir machen nur bis 5. Nur bis 5. Kein Risiko jetzt. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Und wir stehen auf. Puppet? Okay, ja, wir hätten noch kurz machen können, aber egal. Lieber einmal zu sicher, als einmal unsicher, Freunde. Aha! Ah, Gewitter! Okay, Puppet. Und weg. Let's go. Okay. Da ist Balloon Boy, wie erwartet. Und Freddy taucht auch auf. Okay, wir wehren jetzt noch einmal ab, bis Freddy in seiner Endstufe ist, also bis er vor der Tür steht. Dann sind wir safe. Dann gehen wir schlafen und pennen durch bis 6. Und bereiten dem Schrecken der zweiten Nacht ein jähes Ende. Definitiv. Okay. Das ist auf jeden Fall Puppet. Freddy ist schon da. Wow. Das ist aber schnell, du. Anleuchten. Zurück. Okay. Mal sehen, wie schnell Freddy jetzt nochmal ist. Okay, das Balloon Boy. Den machen wir direkt weg. Okay, ich hoffe, Puppet kommt vor Freddy. Ich hoffe, Puppet. Scheiße. Tür zu. Tür auf. Zurück. Drehen. Hin. Bitte. Ja. Yeah. Okay. Balloon Boy ist nicht da. Okay, pen. Und jetzt schlafen wir durch bis 6. Schlafen. Schlafen. Freunde. Oh, come on. Bitte. Bitte. Ja. Yeah. Zweite Nacht geschafft, Freunde. Let's go. Okay. Ich hoffe, wir kriegen nochmal eine Cutscene. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt passiert. Arbeitet sich Chica jetzt weiter vor? Oder ist es dieselbe Cutscene? Nee, es sieht wirklich aus wie dieselbe, oder? Oder was muss ich hier machen? Oh, das ist so ein Zwischenspiel wie in einem... Okay. Oh, das ist so ein Minigame. Das ist gar keine Cutscene. Ah! Ah! Build it on. Damn. I still have to build it. Underground, then. Yes. Fantastic idea. Too obvious. I'll have to cover it up. Heh. Wait. I could just build a smaller location on top. They won't ever check into it anyway. They never do here. Ha ha! She'll see. Well, she won't. I know she was holding me back. She keep me from expanding the franchise. No, not anymore. Circus Babies, Pizza World, Chief of Party World, it's the perfect cover-up. The budget I want. Okay. Äußerst interessant. Kann ich hier irgendwas machen jetzt? Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Okay. Wir haben hier gerade irgendwen reden hören. Oh, lol. Irgendwer hat dir was erzählt. Okay, keine Ahnung. Okay, irgendwer hat gerade was erzählt von wegen, er will nochmal so ein Franchise aufbauen, wie Five Nights at Freddy's halt, so halt
aber er muss es verschleiern. Und er hat gesagt, er baut es im Untergrund und baut irgendwas anderes oben drüber. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt in einem Krankenhaus, was über so einer Five Nights at Freddy's Attraktion gebaut wurde. Okay, Freunde. Damn. Aber wie immer, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und spielen da die dritte Nacht. Euer Tuber verabschiedet sich jetzt. Wir sehen uns dann. Mach's gut und bis dahin.